Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu Shogun 2. Und wir haben die nächste Belagerungsverteidigungsschlacht hier am Start gegen die Miyazu, die schon wieder unsere Hauptstadt angreifen. Allerdings sind dieses Mal Truppen vorhanden. Das einzige Problem ist, er hat ein Schiff vor der Stadt, weshalb es ihm das Ganze ermöglicht, einen Flottenbombardement durchzuführen. Wir müssen uns jetzt überlegen, wie wir damit umgehen. Ich bin echt am Überlegen, ob wir tatsächlich mit einem Teil unserer Truppen raus aus der Festung gehen. Und versuchen, draußen auf dem offenen Feld die Schlacht zu suchen. Und nicht in der Festung abgeschossen zu werden. Ihr habt letztes Mal gesehen, was passiert, wenn viele Einheiten auf einem Fleck stehen, beziehungsweise auch schon häufiger, nicht nur letztes Mal, auch davor, dass wir den General weggemacht haben und so. Also da muss man ein bisschen, ja, aufpassen. Auf jeden Fall ist, denke ich, das Gebot der Stunde. Die Frage ist nur, wie gehen wir das Ganze jetzt an? Ich schicke mal ganz kurz alle raus hier. Alle raus, so, Moment. Das ist so ein bisschen die Sache. Oder können wir es uns leisten, auch einfach quasi drin stehen zu bleiben? Das ist so ein bisschen die Sache. Schauen wir mal, wie jetzt die Armee hier aufgeteilt wird, sage ich mal. Ja. Das ist quasi die hier stehen und die stehen hier. Stehen dort. Hier. Dann stellen wir noch hier irgendwie die Einheit hier hin. Oh, da sind ja noch ein paar mehr. Ja, die Generäle vor allem. Die können wir mal draußen stehen lassen und dann nachgucken, wo vielleicht einfach der Gegner im Zweifel herkommt. Ich glaube, wir machen es jetzt einfach mal so. Warte mal, kommt der nur von dort drüben? Quasi, ja. Und das ist natürlich ein bisschen uncool, wenn der jetzt hier so schnell mit seiner Kavallerie hergeritten kommt. Aber im Prinzip ist es dann vielleicht für uns sogar möglich, mit diesen Einheiten hier aus der Stadt rauszugehen. Und mit dieser Sperrträgereinheit noch. Und dann helfen wir einfach von draußen so ein bisschen mit und verteilen hier die Einheiten ein bisschen mehr, indem wir sie so hinschicken. Okay, die werden jetzt, kriegen hier erstmal eine Salve ab. Nice. Ach, der setzt ab. Okay. Interessant. Trifft dafür, glaube ich, ganz gut. Ist der bescheuert? Okay, möglicherweise wird das Ganze hier gar kein großes Problem werden. Tauschen mal hier kurz. Dann schicken wir noch die hier dazu. Ja gut. Ich habe jetzt auch mäßig was dagegen, ehrlich gesagt, wenn er seine Leute hier so opfert. Ich habe jetzt auch noch kein irgendwas gesehen, dass er hier irgendwie seine Schiffe auch nutzt tatsächlich. Das war auch gut. Ja, perfekt. Gut, die hat er ziemlich gewastet hier, seine Leute. Aber Moment, mal schon. Uiuiui, also meine Speerträger haben aber ganz schöne Probleme. Oder wurden die von meinen eigenen Leuten weggeschossen? Das wäre natürlich auch bitter. Gut möglich. Naja. Stellen wir uns mal hier schnell auf. Mit denen. Die Speerträger stellen wir hier dahinter. Kavallerie dahinter. Ich habe jetzt ziemlich sicher meine eigene Einheit weggeschossen. Ein bisschen dämlich gewesen. Eine komplette Einheit wurde vom Feind ausgelöscht. Dafür werden wir jetzt aber noch weggeschossen hier. Theoretisch zumindest. Okay, jetzt muss man nur hoffen, dass die es schaffen, sich rechtzeitig zu formieren. Scheiße, jetzt habe ich den Schussbefehl vergessen.
Okay, aber es sollte einigermaßen zügig was werden, ja. Ach. Ja, man merkt, ich habe schon lange auch keinen Shogun mehr gespielt. Oder Total War insgesamt nicht wirklich viel gespielt in letzter Zeit. Da geht dann sowas mal ein bisschen ab, sage ich mal. Wir können aber mal hier hinten versuchen, gegen den feindlichen General mit unserer. Ah, da hat er da hinten reingefeuert tatsächlich. Da bin ich schon froh, dass wir raus sind aus der Festung. Okay, versuchen wir mal. Ah, fuck. Was hier hinkriegen, gegen den feindlichen General zu bestehen mit unseren beiden Generälen? Ich hoffe ja. So, und dann können wir hier reinrennen von der Seite. So, wie sieht es eigentlich bei euch aus? Ihr dürft gerne mal wieder da hin. Der Schuss da hinten rein war ja total gewastet. Naja, okay. Ich denke, die schaffen das hier, oder? Ja, ich denke schon. So was, wir können mit denen eigentlich gleich schon mal hier hochziehen. Und dann hier von der Seite rein zu feuern. Wollten ja nicht so lange mehr hier aushalten. Ich sollte eigentlich nicht die Pferde abknallen, ehrlich gesagt. Aber gut, wer bin ich, dass ich das hier in Frage stelle. Nehmen wir lieber mal unsere Shokitai. Shokitai? Dahin. So, gut. Ich hab die erledigt, das war auch gut. Jetzt sind wir mit euch noch dahin. Ihr könnt mal die Elf da killen von mir aus, das ist ganz gut. Und mit denen werden wir jetzt warten, bis hier alles flüchtet, was es hier noch zu flüchten gibt. Über den Feind. Gut, perfekt. Das lief doch auch perfekt hier eigentlich. Ja, wisst ihr was, dann verfolgt ihr mal hier noch ein bisschen. Und ihr verfolgt die hier. Und macht hier mal einen Nahkampfangriff oder so ähnlich. Mein Lord, unsere Truppen sind durch Säbelschuss bedroht. Wo? Zieh hier einfach mal auseinander. Kann der uns tatsächlich noch per Säbelschuss treffen? Oh, ein Witz. Okay, aber... Ah, da hinten. Ja, meinetwegen. Da macht's echt nicht so wahnsinnig viel aus, außer dass er jetzt unseren einen Turm da weggeschossen hat. Aber hier haben wir wirklich, wirklich phänomenal viele Leute getötet vom Gegner. Weiß gar nicht, wo jetzt da noch großartig was flüchtet. Sehe es gar nicht, wir beenden das Gefecht. So. Puh. Wieder erfolgreich gewesen. Ich glaube auch nicht so wahnsinnig viele Verluste, außer die eine Einheit Speerträger, die waren ein bisschen bitter. Aber ansonsten geht's, glaube ich. Das heißt, wir könnten hier dann... Ah, die haben wir verloren, 535 Mann, ja. Aber die Armee ist tot. Wir könnten hier dann eigentlich vorstoßen, würde ich sagen. Bevor der Winter kommt, sollten wir vielleicht das Gebiet noch erobern. Hier Richtung dort drüben. Und ich glaube, diese Toyoka da drüben, die sind doch auch Shogun, oder? Ja, perfekt. Ah ne, aber die sind auch verbündet mit denen hier. Die haben halt echt die Seite gewechselt und das ist jetzt alles noch ganz komisch. Hm. Okay, gut. Wir nehmen aber auf jeden Fall mal hier die Truppen. Kommen noch nicht ganz dorthin, aber... Rausziehen können wir hier, oder? Ohne. Wir werden hier auch unzufrieden, das ist schon nervig. Warum? Verwüstung, treue Schwur außerhalb des Clans. Okay, gut, das haben wir nächste Runde eigentlich weg. Es sollte auch langsam runtergehen. Vielleicht lassen wir irgendwie eine Einheit hier. Und soll es nächste Runde kein Problem mehr darstellen.
Hier ziehen wir weiter hin. Sollten das dann hinbekommen in der nächsten Runde. Dann auch hier die Festung natürlich wieder aufbauen. Und dann hier einmal drauf feuern. So 21 schon mal erledigt. Den Rest machen wir jetzt damit platt. Also die zwei Sperrträger lasse ich mal da, damit sie nicht gekillt werden, die Einheiten. So, und dann haben wir das hier erledigt. Dann gucken wir mal, die Nagoya wurden vernichtet und die Tatsuno wurden vernichtet. Okay. Tatsuno sind wir aber gleich wieder drauf getroffen. Okay, seltsam. Okay. So, jetzt ist die Frage, das war ja so ein bisschen die Sache, wollen wir jetzt vielleicht mit denen hier unten doch einfach mal Frieden schließen? Weil wir hier eh nur Ärger kriegen von hier unten. Und halt wirklich erstmal die Provinz hier erobern und dann vielleicht eine Weile warten. Und dann möglicherweise hier den Krieg erklären, neu. Oder ist diese Front hier drüben jetzt gleich so sicher, damit wir dann sagen können, okay, wir können hier runterziehen. Das ist so ein bisschen die Frage. Ups. Wollte ich gar nicht, wollte hier raufgehen, hier drauf. Mhm. Wie unzufrieden hier wieder. Hier unzufrieden. Weit in der Provinz. Und das werden wir da. Oder das sollte eigentlich jetzt der nächste Runde weg sein. Hier so ein bisschen die Frage, kommen wir jetzt noch hier runter? Können wir die Stadt noch erobern? Oder lassen wir es lieber und bleiben erstmal hier? Das Ding ist halt echt, wir machen unglaublich wenig Geld aktuell. Vielleicht bringt es ja was, die Provinz noch zu erobern. Ja. Sollte ein bisschen Geld noch einbringen. Und dann müssen wir vielleicht auch mal schauen, ob wir über den Winter hinweg oder so. Beziehungsweise klar, okay, gut, die Provinz natürlich würde schon mal helfen, wenn wir da Steuern erhöhen können oder verlangen könnten. Ah, jetzt gucken wir mal, wie es jetzt nächste Runde aussieht. Vielleicht müssen wir auch jetzt den Winter mal nutzen, um einfach ein bisschen Geld zu sparen. Machen wir wieder Minus. Warum machen wir jetzt Minus? Wurde mit Sicherheit irgendjemand vernichtet. Oh, die wurden... Uwana. Die Gua, irgendwas wurden vernichtet. Okay. Oh, das ist aber gut. Durch jemanden, der vielleicht... Ein unerwartetes Treffen. Was für uns sein könnte. Zahlung. Ein unerwartetes Treffen kann sich im Nachhinein als begrüßenswert. Okay, das machen sie nicht. Ziemlich blöd von denen eigentlich. Auch mit den Zu verbündet. Hey, das ist so zum Kotzen. Die haben offensichtlich auch die Seiten gewechselt. Ein unerwartetes Treffen kann sich im Nachhinein als begrüßenswert erweisen. Könnten es auch mal so probieren. Lasst uns sehen, wie sich dies hier erweist. Plus das Geld oder so. Auch nicht. Schade. Naja, solange sie nicht die Seiten wechseln, ist mir eigentlich egal. Aber minus 74 ist halt nicht so schön. Sage ich mal vorsichtig. Aber vielleicht hat sich ja das Problem jetzt gleich hier erledigt, sobald wir die Stadt erobert haben. Achso, wartet mal. Vielleicht können wir hier helfen damit. Oh ja, perfekt. Ja. Ich glaube fast, dass wir die Schlacht jetzt sogar selber schlagen sollten. Ja, das machen wir selber. Ach du Scheiße. Wir haben ja eine ganz große Festung hier schon. Hui, okay. Ein bisschen doof, ehrlich gesagt. Ich hoffe, wir kriegen das zusammen mit C-Unterstützung und so weiter hin. Vielleicht gibt es auch irgendwo eine Seite, wo er nicht so wirklich verteidigt gerade, wo wir reinklettern können.
Wäre hilfreich auf jeden Fall. Wir sollten auf jeden Fall auch nicht wieder zu viele Leute verlieren. Weil ihr wisst's, Truppen kosten Geld in der Rekrutierung. Im Unterhalt natürlich auch, aber gerade in der Rekrutierung, wir machen einfach zu wenig Geld aktuell. Eigentlich ist doch hier Regen zum Angriff eine ganz geile Idee. Hört sich doch gar nicht so schlecht an. Jetzt gucken wir uns mal die Festung an. Ja. Wird ekelhaft anzugreifen, sage ich euch. Vielleicht versuchen wir es wirklich mal mit unseren Schützen quasi frontal von vorne. Hier. Und mit den Infanteristen. Mal mit zwei. Achso, können wir hier nicht aufstellen, aber hier können wir. Mit dem einen General. Mit dem anderen. Achso, nee, Moment. Dem General und mit der Einheit. Ah, beziehungsweise. Ja, so aufteilen können wir uns nicht. Wir müssen dann noch von hier auch noch mit der hier. Den einen General lassen wir da. Zeig ihnen, wie echte Männer kämpfen, mein Lord. So, und dann ist die Frage, der steht hier vorne. Ziehen auf jeden Fall schon mal ein bisschen vor. Ich würde eigentlich ganz gerne dann auch den Angriff so timen, dass quasi vielleicht er wegzieht. Wenn die Artillerie kommt, das Bombardement, irgendwie. Mal schauen, was er macht. Jetzt aktuell ist ja noch die Kamerasicht eingeschränkt wegen des, ihr wisst schon, Gefechtsrealismus-Modus und so. Ups, das wollte ich nicht, so. Hier könnte es vielleicht ganz gut klappen mit dem Reinkommen. Jetzt ist die Frage, wir könnten auch mal einen Bereichfeuer machen. Das sieht dann so aus. Oder eben fokussiert so irgendwie. Hier kommt da rausgeritten oder was? Sieht es dann aus, wenn wir hier... Hier könnte man Fokusfeuer machen. Wollen wir das probieren? Diese Art und Weise. Beziehungsweise wenn wir doch jetzt hier. Wie weit stehen die denn? Vor allem hier drüben. Wenn wir doch hier so hinkommen. Müssten wir doch eigentlich echt ordentlich Damage machen können. Und er bei uns jetzt nicht so übertrieben viel. Und die Einheit recht schnell wegschießen, oder? Boah. War die erste Salve, ja gut. Mit euch gehen wir jetzt die Mauer hoch und probieren unser Bestes. Warte, schießt ihr auch zurück, bitte. Okay, sie schießen. Müssen wir ein bisschen, naja. Wirklich überzeugend sieht anders aus. Probieren wir hier mal den Bereichsfeuer, den fokussierten Feuer, meine ich. Das fokussierte Feuer. Okay, wisst ihr was? Das überzeugt mich hier absolut nicht. Ziehen wir uns mal zurück. Weil im Zweifel kommt jetzt eh gleich hier die Infanterie von hinten. Ugh. Da hat er einen Bogenschießturm da oben. Naja. Ah. Wirklich was gebracht. Hat der Schuss jetzt... Ah doch, hier jetzt schon. Okay, doch. Jetzt hat es doch noch was gebracht. Wow. Da ist die eine Einheit fast komplett, also zur Hälfte weggeschossen. Okay, die sollten wir auf jeden Fall in den Kampf verwickelt kriegen. Ist gut. Und dann können wir hier mit denen wieder hier vorziehen und jetzt von hinten reinschießen. Vielleicht auch ein paar von den Reitern erwischen. Oh, da kommt die andere Garnisonsinfanterieeinheit. Mal gucken, wo die jetzt hinrennen.
Naja. Schauen wir mal, ob wir die erwischen. Ah, die schießen auch schon wieder auf uns. Der versuche ich mal mit den Lundenschlössern in den Nahkampf zu kommen. Vielleicht bringt das ja was. Mit denen versuchen wir hier das Tor einzureißen. Und möglicherweise hier die eine Einheit wegzuhauen. Und den Platz zu erobern. Wir müssen uns ja hier die Lundenschlösser verpacken hier komplett. Die haben da komplett weg. Okay, nicht so gut. Puh, also jetzt wissen wir auch, warum die KI sich auch ein bisschen schwer tut. Können die schießen hier? Nee, die können hier nicht schießen. Natürlich ein bisschen schade, oder? Naja, also aus dem Winkel bestimmt nicht mehr. Zumindest nicht richtungsweisend. Leute, kommt mal hoch da. Okay, wir müssen jetzt die Einheit hier noch wegkriegen, dann können wir hier rüber rennen. Und das Schlimmere vielleicht noch verhindern hier drüben. Falls ihr Tipps für Belagerungsschlachten, Angriffe habt, dann nur her damit, gell? Gute Nachrichten, mein Lord. Der feindliche General ist tot. Okay, das war der feindliche General, das war gut. So was, wir klettern jetzt so rein, weil offensichtlich sind wir ein bisschen zu doof für alles. Und probieren mal hier nochmal ein Fokusfeuer. Also hier ist gleich nochmal eine Einheit geflüchtet von uns. Nicht so geil, mit vielen Verlusten. Aber gut, ich meine, die Hoffnung ist ja jetzt gerade so ein bisschen, dass jetzt vielleicht hier mal eine Weile Ruhe ist. Und wir hier jetzt nicht den nächsten Feind zu befürchten haben. Okay, der entkommt jetzt hier leider meinem Feuer. Gerade. Und ihr könnt auch mal das Feuer einstellen, würde ich sagen. Das sollten die so hinkriegen. Ah, ein bisschen blöd, schade. Oh, aber... Uiuiui. Hauptgebäude wurde ziemlich kaputt gemacht. Versuchen es mal jetzt hier. Hier sind noch ein paar Feinde da. Ihr triumphiert über den Feind. Okay, jetzt ist die Frage. Kommen wir jetzt quasi hier irgendwie vielleicht rein. Ich schicke mal zwei Einheiten hoch. Ich glaube, die Verluste haben sich hier sogar tatsächlich in Grenzen gehalten. Ich hoffe, hier drüben dann auch. Vielleicht schaffen wir das dann damit ein bisschen mitzuhelfen. Beziehungsweise müsste nicht... Doch, hier ist das Dings da. Das müssen wir erobern. So, und dann sammeln wir hier mal die Truppen. Eine Minute noch. Ja. Cooles Tor. So, jetzt schauen wir mal. Wie sammeln sich jetzt hier unsere Schützen? Frage, wollen wir jetzt hier so großartig schießen? Die brauchen wahrscheinlich eh noch eine Weile, bis wir wirklich dastehen. 24 Sekunden noch. Oh, ihr dürftet mal den Turm hier auch gerne erobern. Aber die werden es wahrscheinlich eh nicht mehr schaffen. War nicht so dramatisch, ehrlich gesagt. So, wir müssen es gewonnen haben. Ja, Gefecht beenden. Wir haben jetzt aufgegeben, stellen wir uns vor, und wir haben die Schlacht gewonnen. Ja, das ging jetzt doch eine Weile. Aber erfolgreich. Und die nächste Stadt, die uns gehört, das wird unseren Einnahmen hoffentlich ein bisschen helfen. Und bitte, bitte, bitte nicht der nächste Gegner, der jetzt gleich aufkreuzt hier. Wir wollen jetzt echt mal eine Ruhe haben. Ein bisschen 499 Mann, der Gegner 860 verloren.
So, das eine Schiff hat sich damit auch aufgelöst. Das ist ja wunderbar. Dann können wir hier reparieren und gucken, ob es eine neue Möglichkeit für Handel gibt. Ja, hier nehme ich die. Die würden jetzt auch mit uns ein Bündnis machen. Sprecht und ich werde euren Worten. Dann machen wir das auch. Schwach. Als Macht haben die schwach. Werden vielleicht auch schon aufgerollt. Ja, wobei ein bisschen was an Truppen haben sie ja noch. Mal gucken. Gucken wir nochmal bei denen hier. Jetzt ist es zufriedenstellend. Perfekt, umso besser. Auch mit denen handeln wir. Und dann noch mit den Nagaoka würde ich definitiv auch gerne handeln. Willkommen, mein ehrbarer Freund. Möglicherweise, ja, okay, Bündnis wollen sie aktuell nicht, aber wünsche mal ein Handelsabkommen, hört sich doch ganz nice an. Ja, perfekt, super. Oh, hier haben sie den Kanonenschießplatz und die Kadettenschule tatsächlich auch. Kanonenschießplatz werde ich wahrscheinlich behalten, die Kadettenschule reiße ich ab. Weil hier haben wir jetzt ja hier drüben zwei, mittlerweile sogar schon. Vielleicht reiße ich die auch mal hier kurz ab, weil die gibt auch Minus auf Modernisierung. Die brauchen wir gerade da drüben nicht mehr. Die hatten wir ja nur noch drin wegen der Dingsgeschichte hier. Helft mir. Wegen den Truppen, die wir ja da stationiert hatten. Genau, so. Und da drüben aktuell ein bisschen Unzufriedenheit. Ich denke, wenn wir das hier ausbauen, wird es wieder besser. Und auch hier die Kadettenschule reiße ich ab, glaube ich. Ja. Oh, die Einheit hat sogar überlebt. Cool. Ja, perfekt. So, dann lassen wir das erstmal so stehen. Also wahnsinnig viel Kohle aus der Provinz machen wir jetzt auch nicht. Also wenn wir die hier noch reinmachen, machen wir wenigstens 914. Wird Zeit, dass wir hier die Provinz wieder haben. Die hat, glaube ich, 700 alleine gemacht oder so. Wie sieht es denn gerade eigentlich aus? Wir haben hier Besteuerung und 27%. Und wie heraus entsteht diese Sache? Bin ich irgendwo? Gab es doch eigentlich mal so eine Übersicht, habe ich gedacht. Also Städte, Wachstum, Wohlstand. Ah ja, hier. Habe ich es jetzt gesehen? Hier. Verwaltungskosten minus 8,3. So langsam aber sicher wird es sich durchaus dann auch lohnen, das hier mal zu holen. Dann haben wir nur noch 1,3 minus. Haben wir auch noch ein bisschen mehr Geld. Aber naja. Erstmal das hier, glaube ich. Dann sehen wir weiter. Die Flotte bleibt erstmal hier, denke ich mir. Die hat uns bisher echt gute Dienste geleistet. Das muss man auch mal anerkennen. Und, ja. Ich denke, schauen mal. Ja, wollen wir jetzt hier runterziehen oder nicht? Das ist halt so ein bisschen die Frage, gell? Ah, ja. Wie sieht es denn hier unten nochmal diplomatisch aus? Das sind eigentlich nur diese zu dann. Nur mit uns im Krieg und Kuwana Yodo verbündet. Aber die sind, Kuwana und Yodo, sind ja hier die hier und die hier und sind eigentlich uns freundlich gesonnen. Und auch dem Shogun ergeben, im Gegensatz zu den Kaiserlichen hier. Und macht schwach. Das heißt, die haben gerade wahrscheinlich kaum Truppen. Ist gar nichts, dann wisst ihr was. Ziehen wir echt raus und hier runter in den ihre Richtung. Wie sieht's denn aus? Ja, wir werden es eh nicht in eine Runde schaffen. Ah, puh, kann sein, dass jetzt nächste Runde der Winter kommt. Ja, dann hätte sich das Thema eh erledigt. Dann würde ich den Winter nämlich echt abwarten und lieber ein paar von den Truppen vielleicht hier rüberziehen. Um dort einfach schneller die Steuern zu erhöhen und dann mal ein bisschen unsere Provinzen zu planen oder so ähnlich. Gucken wir mal. Eine Runde lassen wir laufen, aber eigentlich müsste wahrscheinlich der Winter jetzt kommen. Bisschen blöd. Die eine Provinz. Ja, schauen wir mal. Aber wahrscheinlich kommt jetzt der Winter, ja. Ja, genau. Der ist jetzt da. Minus 5% Bewegungsreichweite auch noch zusätzlich. Gut, dann machen wir das so. Ziehen wir jetzt hier rüber. Nehmen vielleicht mal die beiden Einheiten hier rüber noch zusätzlich. Mit denen gehen wir hier hin. Wobei das lohnt sich nicht, bis die wieder da sind. Minus 2 aktuell. Ja, okay, lassen wir das mal. Das wird gut sein da drüben.
Hier haben wir jetzt ein bisschen Platz. Leider gibt das Abreißen von Gebäuden offensichtlich kein Geld. Ein bisschen schade. Aber auf jeden Fall sieht das ganz ordentlich aus gerade. Also gut, wir haben jetzt einiges. Natürlich, wir haben auch einiges an Militär, das darf man ja auch nicht vergessen. Also ein bisschen was, ausreichend aktuell, sage ich mal. Aber es wäre gut, wenn wir jetzt durch den Winter kommen würden, ohne neue Kriegserklärung. Und dann eben mit der Armee gemeinsam hier runterziehen, Omi und Iga erobern. Das wäre schon mal richtig cool. Um unser Geld ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Genau, interessanterweise kriegen es die Sadu auch nicht hin, hier anzugreifen. Naja, beziehungsweise könnten wir natürlich auch hier einen Friedensvertrag machen. Aber mit denen hier haben wir noch 6 Runden. Okay, wollen sie eh nicht. Aber hier vielleicht bald einen Angriff zu machen, falls der Friedensvertrag ausläuft, wäre auch eine Möglichkeit. Oder halt eben hier runterziehen. Naja, schauen wir mal im nächsten Part. Ich danke euch erneut fürs Zusehen. Macht echt Spaß. Ich hoffe, euch macht es auch Spaß. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.